Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Defi.jetzt-Podcast, Ausgabe 69. Und wir widmen uns heute dem Thema Zero Knowledge Proof. Was ist das? Ist ein mehr technologisch angehauchtes Thema. Und wir haben uns dazu einen ganz speziellen Gast eingeladen, den Dr. Johannes Sedlmayr. Hallo, Johannes. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja. Hallo Johannes, grüß dich. Ja, und wir sind ja schon jetzt ein bisschen traditionell unterwegs. Das ist also die Folge 69. Wir haben 21 angefangen und da haben sich so ein paar Standardfragen etabliert, weil DeFi ist eben aus Decentralized Finance gekommen und das sind so unsere Standardfragen. Und da fängt der Tor auch gleich mal an. Okay. Hallo Johannes, was war eigentlich dein erster Computer im Zugriff, also wo du als erstes rangekommen bist und was gemacht hast? Das dürfte ein Desktop-PC meiner Eltern gewesen sein, um so die ersten PowerPoints und Referate irgendwann so wahrscheinlich fünfte, sechste Klasse zu halten. Und Spiele hast du nicht gemacht? Das kam dann irgendwann so neunte, zehnte Klasse, würde ich sagen, so Okay. Autorennen, Zivilisationen, genau. Aber jetzt erstmal nichts, was jetzt der Informatik groß weiterhilft. Okay. Und gleich nächste Frage hinterher. Erzähl mal ein bisschen was zu deinem Krypto-Werdegang. Also wie bist du in Krypto reingekommen und wie hast du da irgendwie Ausbildung gemacht, belegt? Also ich habe das Thema eigentlich bis 2018 komplett ignoriert, beziehungsweise ist an mir vorübergegangen. Da habe ich Mathematik und theoretische Physik studiert im Bachelor und dann im Master. Und da waren irgendwie IT-Themen nur am Rande ein Thema. Da hat man mal irgendwie ein bisschen Vorlesungen zu C und Java gehört, aber sonst war da bei mir eher nichts. Und dann habe ich eine Promotion in Wirtschaftsinformatik in Bayreuth angefangen. Ursprünglich mal zum Thema Energieflexibilität, aber dann kam ich über eine Studie fürs Verkehrsministerium zu den Möglichkeiten durch Blockchain, eben zu Blockchain-Technologie und habe da irgendwie eine Reihe von Unstimmigkeiten, würde ich mal sagen, in ja, Papern, aber größtenteils eigentlich Nachrichten oder Berichten von beispielsweise Unternehmensberatungen gesehen, die mir nicht so einleuchtend waren. Also warum die alle so energieverbrauchend sein sollen, warum Blockchain so toll ist, wenn man Privatsphäre haben möchte, warum Blockchain so hochperformant ist. Das war irgendwie nicht intuitiv für mich, und war voller Widersprüche. Und deswegen bin ich da dann irgendwie in die Tiefen der technischen Untersuchung eigentlich ja, abgedriftet und habe mich dann eigentlich in meiner Promotion größtenteils mit dem Thema Blockchain-Technologie und den Herausforderungen davon im Bereich Energieverbrauch, Datenschutz, Skalierbarkeit beschäftigt und bin dann eigentlich so über Blockchain auch zum Thema Identitätsmanagement und dann auch nochmal angewandte Kryptographie, um manche von den Problemen anzugehen, reingedriftet und da waren dann eben Zero-Knowledge-Proofs eigentlich relativ früh auch ein sehr interessantes Verfahren, das gleich irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, weil sie zwei große Probleme von Blockchain adressieren können. Gut, was ist denn deine Definition von DeFi, also Decentralized Finance? Oder was verstehst du darunter? Also ich würde sagen, ein System dezentraler Finanzdienstleistungen, aber allgemein Werteübertragungen oder auch Services, also wenn man zum Beispiel dann an so dezentrale Domain-Names denkt, die typischerweise auf nicht zugangsbeschränkten Blockchains angeboten werden und wo man auch typischerweise die Möglichkeit hat, selbst eigene Software zu erstellen, die dann entsprechende Services bereitstellt. Okay. Und stell dir vor, du bekommst von uns 1000 Euro. In was tauschst du sie? So, von den bestehenden Kryptowährungen oder? Ja, kannst du auch eine künftige entwickeln, aber die wird nicht sehr erfolgreich sein. Das Problem ist immer das Marketing. Ich glaube, die würde ich in Ether investieren, weil mich da die Skalierbarkeits- und Datenschutzkonzepte am meisten überzeugen. Okay, kannst du ein bisschen was zu den Datenschutzkonzepten von Ethereum sagen, die dich da positiv beeindrucken? Also wahrscheinlich ist es sogar leichter bei Skalierbarkeit, weil sozusagen die
Skalierbarkeitskonzepte von Ethereum sehr stark auf modernen kryptografischen Methoden und insbesondere auch Zero-Knowledge-Proofs. Wir werden später sehen, warum die Terminologie nicht ganz passt, aber ich nenne es jetzt hier mal Zero-Knowledge-Proofs aufbauen, also mit den ZK-Rollups und der Trennung von Datenverfügbarkeit und der Prüfung der Integrität von Berechnungen. Das heißt, das Skalierbarkeitskonzept finde ich bei Ethereum am überzeugendsten und durch die Weiterentwicklungen an diesen kryptografischen Beweisverfahren wie Zero-Knowledge-Proofs, die in diesem Kontext eigentlich passiert sind, dann kriegen wir eigentlich gratis auch entsprechende Tools, die Datenschutz ermöglichen, und entsprechend haben sich auch auf Ethereum eben relativ viele Projekte angesiedelt, die diesen Datenschutz ermöglichen. Also wenn man zum Beispiel an verschiedene Projekte von EY denkt, also Baseline, Nightfall zum Beispiel, oder auch die ganze Thematik von Suave, wo es darum geht, MEV zu verhindern. Vielleicht gehen wir später auch darauf ein. Aber also ganz viele kryptografische Innovationen passieren eigentlich auf Ethereum oder auf Ethereum-basierten Projekten, weil da sich ein Ökosystem gefunden hat von Leuten, die eben die vielen praktischen Probleme, die Blockchain haben, mit Kryptografie lösen. Und diese Kryptografie, die gab es eben eigentlich bis vor 10 Jahren nicht, sondern die wurde erst seit 2014, 15 eigentlich erwachsen, hat sich sowohl in ihrer Funktionalität sehr stark ausgebreitet, als auch eben die Performance oder die Praktikabilität hat sich deutlich erhöht. Gut. Ist jetzt nicht so, dass man diese Sachen nur auf Ethereum anwenden könnte, aber ganz viel der Innovation kommt halt aus dem Ethereum-Ökosystem. Ich denke auch, dass sehr viele Kryptoassets auch auf Ethereum als Token oder wo auch immer als DeFi gebunden sind. Total Value Locked DeFi, da ist ein hoher Ethereum oder Ethereum-kompatible Blockchains. Welche Kryptoassets findest du gut und warum? Also ich habe mich so aus dem, sagen wir mal, Investieren eigentlich immer größtenteils rausgehalten und habe das eigentlich immer rein mit Forschungsperspektive beobachtet. Deswegen finde ich eigentlich zum Beispiel Zcash extrem spannend, weil das eigentlich die erste Kryptowährung war, die solide Privatsphäre-Garantien geschaffen hat und auch eigentlich die erste Anwendung von Zero-Knowledge-Proofs in, sagen wir mal, nicht ganz speziellen Authentifizierungsverfahren und insbesondere auf Blockchains dargestellt hat. Damit hat Zcash eigentlich auch die Grundlage geschaffen für ganz viele Privacy-Protokolle, die dann später kamen, die jetzt vielleicht aber auch von regulatorischer Seite nicht ganz so beliebt sind. Also man denke beispielsweise an Tornado Cash, was eigentlich auch nur eine Reimplementierung von Zcash auf Ethereum ist. Das finde ich sehr spannend. Ansonsten sehe ich, jetzt sagen wir mal, bei vielen Crypto-Assets eigentlich in ihrer Funktionalität keine großen Unterschiede. Ein Crypto-Asset erstmal ein relativ simples Asset ist. Also ich kann damit handeln. Das heißt also, ich ziehe die Menge an Crypto-Assets bei einer Person ab und addiere sie bei einer anderen Person dazu. Und entsprechend natürlich kann man mit Ether beispielsweise dann relativ viel machen, weil eben auf der Ethereum-Blockchain auch ganz viele Applikationen leben, in die man dann Ether stecken kann und dann spannende Dinge damit tun kann. Aber das ist jetzt, sagen wir mal, keine konzeptionelle Besonderheit. Das könnte ich mit anderen Kryptoassets im Prinzip genauso machen, wenn ich mir die Mühe mache, den entsprechenden Smart Contract dann eben nicht nur in Solidity zu schreiben und auf Ethereum zu deployen, sondern beispielsweise in Rust zu schreiben und auf Solana zu deployen. Deswegen, also ich unterscheide da immer eher so nach den konzeptionellen Möglichkeiten, und da sind die Kryptoassets an sich eigentlich erstmal relativ langweilig. Jetzt hast du einen Begriff verwendet, Solana. Erklär mal vielleicht mal ein bisschen so die großen oder die groben Unterschiede zwischen Ethereum und Solana, die du siehst. Also eine große Unterscheidung bei Blockchains ist immer, wer nimmt eigentlich an dieser Blockchain in, sagen wir mal, mitbestimmender Rolle teil. Und auf dem Papier sind eigentlich sowohl Ethereum als auch Solana nicht zugangsbeschränkt. Das heißt im Prinzip, wer Lust hat mitzumachen, kann das tun, ohne dass man vorher zu irgendeiner Organisation gehen muss und um Erlaubnis fragen muss. Und sowohl Ethereum als auch Solana sind Proof of Stake basiert. Das bedeutet also, letztlich muss man einfach Kryptoassets kaufen. Und je nachdem, wie viele Kryptoassets man gekauft hat, hat man ein Mitbestimmungsrecht. Also das Gewicht der eigenen Meinung oder Entscheidung an der Gesamtentscheidung ist proportional zu der Menge an Kryptoassets, die man dort gekauft oder sich zugelegt hat. Ein relativ großer Unterschied ist, dass
in Ethereum bewusst die Anforderungen daran, einen solchen Knoten zu betreiben, der dann die entsprechende Kopie des Blockchain-Ledgers, also der Folge von Transaktionen, speichert. Die sind bei Ethereum sehr gering gehalten. Das heißt, also da kann man mit einem Raspberry Pi mitmachen. Das hat Vorteile für die Dezentralisierung, weil einfach auch jemand mit einer relativ schlechten Internetverbindung, wenig Stromversorgung und einem relativ billigen Gerät mitmachen kann, hat aber zunächst erstmal negative Auswirkungen auf die Performance des Blockchain-Netzwerks, also wie viele Transaktionen pro Zeiteinheit ausgeführt werden können, denn die Rechenleistung, Bandbreite und Speicherkapazität des entsprechenden Knotens gibt ja letztlich ein Limit vor für die Geschwindigkeit des Netzwerks. Und weil bei Blockchains ja charakteristisch ist, dass jeder Knoten genau das Gleiche tun muss, ist ja letztlich die Geschwindigkeit dadurch bestimmt, was der schwächste Knoten ist, den man noch im Netzwerk dabei haben möchte. Und jetzt ist natürlich dadurch, dass Ethereum relativ populär geworden ist, gab es eine große Nachfrage nach Transaktionsplatz und Rechenleistungsplatz, also für die Ausführung von Smart Contracts. Und dadurch sind die Gebühren natürlich sehr hoch geworden, was dann viele Anwendungen, die man sich ursprünglich erhofft hatte, in DeFi erstmal abgewürgt hat. Denn wenn es dann 100 Euro kostet, irgendeinen simplen Smart Contract auszuführen oder 20 Euro eine simple Bezahlung zu machen, wird das natürlich unattraktiv. Und darauf hat Solana reagiert und hat eben als Ziel, eine sehr performante Blockchain zu entwickeln, in der eigentlich die Transaktionskosten extrem gering sind. Aber das kommt dann natürlich zu einem Preis, und in dem Fall ist der Preis eben eine höhere Zentralisierung, weil man dann entsprechend hochperformante Knoten mit sehr hoher Rechenleistung, sehr hohem RAM, also Memory und auch sehr hoher Bandbreite erfordert. Und dadurch ist das System eigentlich in gewisser Weise schon zugangsbeschränkt, weil nicht jeder einen Computer zu Hause stehen hat, der die entsprechenden Anforderungen erfüllen kann. Das heißt also, man hat hier einen gewissen Trade-off. Ich kann mehr Transaktionen ausführen zu einem günstigeren Preis, aber dafür ist eben die Anzahl der Teilnehmenden an diesem Netzwerk, wirklich den Knoten haben und mitbestimmen können, deutlich geringer. Und man braucht eben sehr hohe Anforderungen, um dort mitmachen zu dürfen. Aber du kannst natürlich auch einen Smart Contract, den du für Ethereum geschrieben hast, auf Solana publizieren, ne? Und laufen Genau, lassen. da gibt es so eine Übersetzungsmaschine. So, dann passierte ein Malheur. Der Ralf flog raus, sodass seine Aufnahme eine Lücke enthielt. Und bei meiner Auflage gab es ein Problem beim Rendern. Die wurde dann nicht gerendert, sondern was anderes. So, und deswegen gebe ich mal kurz die Antwort auf die nächste Frage wieder. Die nächste Frage oder die erste Frage auf der dritten Folie war, was Zero-Knowledge-Proofs sind. Und das ist relativ einfach zu erklären, kryptografisch, aber auch nicht kompliziert umzusetzen, aber nicht so einfach zu verstehen. Das heißt, bei Zero-Knowledge-Proofs beweise ich, dass ich die Wahrheit sage, ohne die Wahrheit zu sagen. Als ich behaupte, dass ich das Richtige sage, die Wahrheit, nicht das Richtige, das Wahre sage, die Wahrheit von mir gebe, ohne die Wahrheit konkret nennen zu müssen und der andere weiß, dass ich nicht lüge. Sprich, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich besitze 3 Bitcoin, dass ich die wirklich auch besitze, ohne die ihm zeigen zu müssen. Das ist kryptografisch nicht sehr kompliziert machbar und das ist auch ein großer Vorteil von den Zero-Knowledge-Proofs, da kommt auch die Privatsphäre her, dass ich das Geheimnis nicht verraten muss, aber verraten kann, dass ich das Geheimnis oder die Lösung weiß. So, weiter geht's mit einem Beispiel vom Johannes, dass das nochmal ein bisschen erläutert. Viel Spaß im weiteren Verlauf. Ja. Also ein Beispiel wäre davon, ich kann beispielsweise beweisen, dass ich ein Sudoku, das heute Morgen in der Süddeutschen Zeitung war, lösen kann, ohne dass ich irgendwelche Teile dieser Lösung preisgeben muss. Das heißt also, die normale Variante, wie ich euch überzeugen kann, dass ich dieses Sudoku gelöst habe, wäre, euch die Lösung zu zeigen. Und die Zero-Knowledge-Proof-Variante davon wäre, euch davon zu überzeugen, dass ich diese Lösung kenne, ohne auch nur ein einziges Feld von denen, die nicht vorausgefüllt sind,
zu zeigen und damit euch es zu erleichtern, selbst auf die Lösung zu kommen. Genau, das Und ist so ja. die Magik der Zero-Knowledge-Proofs, ne? So, und war natürlich am Anfang da auch skeptisch, aber im Prinzip, es ist mathematisch so, wie du sagst, ich muss die Lösung nicht verraten, aber ich habe einen evidenten Beweis, dass ich die Lösung halt habe, ne? Genau. Und das machen die Und Dinger auch so magisch, dass man sie für viele Sachen verwenden kann, ohne jetzt Privatsphäre oder andere Sachen aufdecken zu müssen. genau. Und letztlich, also etwas, was fast ein Zero-Knowledge-Proof ist, gibt es eigentlich schon relativ lange, nämlich eigentlich seit wir asymmetrische Verschlüsselung kennen und digitale Signaturen. Denn wenn ich jetzt ein kryptografisches Schlüsselpaar habe, also einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel, worauf ja letztlich auch Blockchain-Technologie komplett aufbaut für die Autorisierung von Transaktionen, dann ist eigentlich das Erstellen der digitalen Signatur auch nichts anderes als ein Zero-Knowledge-Proof. Ich beweise nämlich, dass ich Eigentümer des öffentlichen Schlüssels bin, indem ich beweise, dass ich den privaten Schlüssel kenne, ohne dass ich dem Gegenüber zusätzliche Informationen über diesen privaten Schlüssel gebe, die es dann dem Gegenüber zum Beispiel erleichtern würden, selbst den privaten Schlüssel zu finden und sich als ich auszugeben. Das ist jetzt leider formell nicht ganz ein Zero-Knowledge-Proof, denn wenn ich beispielsweise eine digitale Signatur erstelle, dann verschlüssele ich ja irgendeinen Input, den ich vom Gegenüber bekomme. Und diesen Input kannte das Gegenüber vorher noch nicht. Das heißt also, es ist quasi nicht triviale Zusatzinformation, die das Gegenüber kennt, erhält, indem ich nämlich diese typischerweise Challenge, also so eine Zufallszahl, signiere. Aber wenn wir davon ausgehen, dass das wirklich eine Zufallszahl war, dann kann das Gegenüber eigentlich auch mit dieser verschlüsselten Zufallszahl nicht viel anfangen. Das heißt also, wenn sich das Gegenüber ehrlich verhält, dann ist es tatsächlich ein Zero-Knowledge-Proof. Deswegen heißen die Honest Verifier Zero-Knowledge-Proofs. Aber das, also eigentlich haben wir damit solche Verfahren, seit wir moderne Kryptographie nutzen. Und Zero-Knowledge-Proofs im Allgemeinen sind eigentlich dann auch wirklich einfach eine Generalisierung davon, sodass ich eben beliebige Statements, beliebige Behauptungen beweisen kann und aber gleichzeitig nichts weiter als die Korrektheit dieser Behauptung dem Gegenüber preisgebe. Und das sind eben typischerweise die Arten von Zero-Knowledge-Proofs, die dann auf einmal in der Informatik relevant werden. Wenn ich behaupte, dass ich einen gewissen Algorithmus korrekt ausgeführt habe, dann behaupte ich ja in gewisser Weise, dass ich eine gültige, jetzt kommt leider ein Anglizismus, Computational Trace, also so eine Art Transkript der einzelnen Operationen, die auf meinem Rechner passieren, habe, die den entsprechenden Forderungen des Algorithmus erfüllen. Also wenn ich beispielsweise eine Multiplikation ausführe, dann erwarte ich, dass auch tatsächlich die korrekte Multiplikation ausgeführt wird. Und jeder Algorithmus, der auf einem PC abläuft, ist ja eigentlich eine Folge von sehr simplen Operationen. Und wenn ich jetzt also behaupte, dass ich ein gültiges Transkript einer Berechnung mit einem gegebenen, öffentlich bekannten Programm habe, und dann kann ich eben mit einem Zero-Knowledge-Proof beweisen, dass ich dieses Programm tatsächlich korrekt ausgeführt habe, ohne dass ich die entsprechenden Eingabedaten, Zwischenergebnisse oder auch Ausgabedaten vorzeigen muss. Ich kann natürlich Teile dieser Berechnung vorzeigen, aber ich muss es nicht, um dem Gegenüber nachzuweisen, dass ich das auch ta tatsächlich korrekt ausgeführt habe. Und das sind eigentlich dann immer die Anwendungen für Zero-Knowledge-Proofs, die wir in der Informatik sehen. Also das entsprechende Wie hieß das? Statement ist in dem Fall eine Computational Trace. Nee, das andere Wort, Ernestl, bla bla bla, was war das nochmal? Honest Verifier. Nicht versucht, mich auszutricksen, dann kriege ich Zero Knowledge. Das ist natürlich im Allgemeinen nicht erstrebenswert. Dann besonders schön ist es natürlich, wenn der Beweisende, also der Prover, weiß, dass keine sensiblen Informationen gegenüber dem Verifizierer preisgegeben werden, selbst wenn der alles gibt, um mehr zu erfahren. Deswegen sind eben diese speziellen, also digitalen Signaturen im klassischen Sinne erstmal nur Honest Verifier Zero Knowledge. Also wenn sich der Verifizierer an das Protokoll hält, dann ist es tatsächlich Zero Knowledge. Aber in der Regel bekommen wir eben Zero Knowledge selbst dann hin, wenn sich die verifizierende Partei nicht an das vereinbarte Transkript hält. Nun ist die Frage ja, warum hat man denn Zero-Knowledge-Proof-Verfahren jetzt? Ich glaube, die sind so Mitte 80er Jahre, die Ideen entstanden. Warum war das notwendig, dass man das jetzt in der Kryptographie braucht?
zu diesem Zeitpunkt und welche Probleme löst das in der Kryptographie? Also erstmal waren das eigentlich rein theoretische Probleme in der Komplexitätstheorie. Also man hat sich in den 80er Jahren sehr stark gefragt, wie viel Aufwand ist es typischerweise, das Gegenüber eben von gewissen Behauptungen zu überzeugen. Und die triviale Art und Weise, das Gegenüber zu überzeugen, ist eben einfach immer alles offen zu legen, was man selber weiß. Und das ist in der Regel relativ viel. Das heißt also in der Regel eine große Datenmenge, die auch den Verifizierer vor große Berechnungsanforderungen stellt. Und die Frage in der Komplexitätstheorie, die war eigentlich gar nicht so sehr nochmal datenschutzgetrieben, sondern eher komplexitätsaufwandsgetrieben. Kann ich es nicht dem Verifizierer leichter machen, die entsprechende Behauptung nachzuvollziehen? Also kann ich als Beweisender sozusagen ein bisschen härter arbeiten, um dafür dem Verifizierer Aufwand zu ersparen? Damals hatte man so im Hinterkopf, ich habe irgendwie einen ganz mächtigen Supercomputer, der berechnet irgendwas und behauptet irgendwas und dann möchte jemand mit einem schwachen Computer, heute wäre das zum Beispiel vielleicht ein Mobiltelefon und der Supercomputer ist eine Grafikkarte, man möchte dann quasi dem schwachen Computer ermöglichen, gegenzuchecken, ob das, was der große Computer gemacht hat, korrekt ist. Das war eigentlich so der ursprüngliche Gedanke. Und dann kam so dieses Zero Knowledge on top, dass man sich fragt, okay, wie minimal kann ich jetzt eigentlich den Verifizierer ausrüsten? Kann ich es hinbekommen, dass der auch wirklich nichts dabei erfährt, außer die Korrektheit von dem, was behauptet wurde? Das heißt also, man hat auch schon damals eigentlich so ein bisschen getrennt in zwei unterschiedliche Komponenten. Einmal, wie aufwendig ist es für den Verifizierer, das zu prüfen und wie viele Informationen muss ich da hinschicken und wie viel Rechenleistung ist dort nötig und wie viel Speicherplatz ist dort nötig? Und Frage zwei, kann die verifizierende Partei sozusagen davon abgehalten werden, neue Informationen zu erfahren, die über das hinausgehen, was das Statement oder die Behauptung, die bewiesen werden soll, ist. Was aber gar nicht so einfach ist, weil dieses Zusatzwissen zu quantifizieren und formell zu fassen gar nicht so einfach ist. Also wenn ich zum Beispiel beweise, ich kenne eine Zahl, die ist durch 2 und durch 3 teilbar, dann kann man sich ganz leicht erschließen, dass die auch durch 6 teilbar ist. Das heißt, das ist Zusatzwissen, das ich irgendwie gratis bekomme. Und quasi diese formelle Definition von was ist eigentlich Wissen, das ich nicht trivial erfahre, also was ist wirklich was Neues, was ich nur mit Hilfe von dem Beweisenden erfahren könnte, das ist gar nicht so leicht formell zu modellieren. Gut, das klingt jetzt natürlich ziemlich kompliziert, das ist ein bisschen konkreter. Welche Probleme lösen Zero-Knowledge-Proofs? In der Variante, in der sie ursprünglich vorgestellt waren, haben wir eben diese Trennung. Also einmal ist es letztlich ein Thema von Skalierbarkeit. Also ich lasse die beweisende Partei im Zweifelsfall vielleicht sogar härter arbeiten dafür, dass ich der verifizierenden Partei Rechenleistung erspare. Also ich kann Ressourcen auf der Seite der verifizierenden Partei einsparen bei der Überprüfung einer gewissen Behauptung und insbesondere eben beim Nachvollziehen einer Berechnung. Das ist eigentlich streng genommen keine Zero-Knowledge-Eigenschaft, sondern das ist, was man typischerweise Succinctness nennt. Also das bedeutet also, die verifizierende Partei muss weniger arbeiten, deutlich weniger arbeiten, als sie müsste, wenn sie sozusagen Stück für Stück, Schritt für Schritt einen klassischen Beweis nachvollziehen würde, bei der ich alle Informationen offenlege. Und dann diese Zero-Knowledge-Eigenschaft ist eigentlich wirklich eine Datenschutzeigenschaft. Das bedeutet also, die Partei, die ihre Behauptung beweist, kann sich frei entscheiden, welche Teile dieses Statements oder welche zusätzlichen Informationen jenseits des Statements sie der verifizierenden Partei kundtun möchte und welche nicht. Und das hat insbesondere beispielsweise auch relativ früh schon Anwendungen bei der Identifizierung und Authentifizierung gehabt. Das heißt also, ich möchte beispielsweise vielleicht beweisen, dass ich Zugriffsrechte habe, aber nicht, wer ich bin. Oder ich möchte beweisen, dass ich beispielsweise Eigentümer eines deutschen Ausweises bin, ohne vorzeigen zu wollen, was mein Name, mein Geburtsdatum oder auch weitere Informationen, die typischerweise eben auf solchen Dokumenten stehen sind. Da werden wir auch später noch, denke ich, drüber reden, wenn es dann so Richtung Anwendungen heute geht oder hoffentlich Anwendungen, die wir bald haben werden. Aber es waren eigentlich schon relativ früh, sagen wir mal, beide Eigenschaften bekannt. Nur waren die ganzen Protokolle eigentlich noch so ineffizient, dass in der Praxis Recheneinsparungen auf der Verifiziererseite überhaupt nicht möglich waren. Das heißt also, die waren zwar theoretisch irgendwie für riesige Berechnungen, konnte man dann zeigen, dass sie Einsparungen gegeben hätten, aber in der Praxis für alles, was praktisch möglich war, waren diese Einsparungen eigentlich
nicht erreichbar, einfach durch die Implementierungen von Zero Knowledge Proofs, die wir damals hatten. Und deswegen wurden die eigentlich ausschließlich für Privacy eingesetzt. So, und jetzt konkret, welche Probleme? Also anonyme Authentifizierung, Nachweis über Zugriffsberechtigung, ohne irgendwelche trackbaren Nachweise zu hinterlassen. Das ist eigentlich so seit den 2000ern relativ stark gekommen. Da gab es dann diese CL-Signaturen und später die BBS-Signaturen für digitale Zertifikate letztlich, wo auch IBM dann diesen Identity Mixer gebaut hat, der dann das ein oder andere Mal auch angewendet wurde. Also eigentlich anonyme Identifizierung oder auch Authentifizierung. E-Voting beispielsweise, auch typischerweise etwas, wo man Berechtigungen nachweisen muss. Ich darf wählen. Ich habe auch nicht vorher schon gewählt und meine Stimme zweimal abgegeben, wo es aber erstrebenswert ist, dass keiner erfahren kann, wer diese Stimme abgegeben hat. Auch da kommen oft Zero Knowledge Proofs zum Einsatz, auch wenn es dann beispielsweise um die Aggregation von unterschiedlichen Segmenten des E-Votings gibt. Also man stellt sich vor, ich habe verschiedene Distrikte. Ich muss dann irgendwie am Schluss beweisen, dass ich das korrekt zusammengezählt habe, ohne dass ich vielleicht notwendigerweise preisgeben möchte, wie die einzelnen Bereiche gewählt haben. Denn wenn da nur drei Personen wohnen, dann ist es mit der Privatsphäre halt auch nicht mehr weit her. Also das ist auch so ein klassischer Anwendungsfall, verifizierbare Permutationen. Also spielen da oft eine Rolle, dass ich nachweisen kann, okay, ich habe die gleichen Zahlen wie vorher, ich habe sie nur umsortiert und ich möchte aber nicht preisgeben, welche Zahlen das sind. Also das sind so die, sagen wir mal, ursprünglichen Verfahren. Und was vielleicht da ganz wichtig ist, die waren alle in gewisser Weise Special Purpose. Also ein trickreiches mathematisches Verfahren, das es ermöglicht, genau ein Statement, eine Behauptung zu beweisen. Wie beispielsweise, ich kenne einen privaten Schlüssel zu einem öffentlichen Schlüssel. Das ist dann so über einen diskreten Logarithmus, also irgendein mathematisches Problem, das hart ist, wenn man nicht irgendwie Zusatzinformationen hat. Und dann baut das auf einem gewissen mathematischen Trick auf, der eben nachweist, dass ich diese Zusatzinformationen habe. Also das ist in gewisser Weise fast schon Kunst, mathematische Kunst, solche Sachen zu konstruieren und dann die entsprechenden Zero-Knowledge-Proofs dafür zu entwickeln. Was aber auch bedeutet, dass wenn ich ein neues Problem habe, wie beispielsweise Sudoku, dann muss ein Kryptograf erstmal sehr lange nachdenken, wie ich genau diese Behauptung, nämlich dass ich das Sudoku gelöst habe, elegant kryptografisch beweisen kann. Es war zwar bekannt, dass wir mit Zero-Knowledge-Proofs eigentlich beliebige Behauptungen beweisen können. Aber alle Verfahren, die man damals kannte, also eigentlich so bis 2011, 12, die waren halt nicht praktikabel. Die waren einfach, hätten eine enorme Rechenleistung, und enorme Speichermöglichkeiten bei der beweisenden Partei und immer noch sehr hohe bei der verifizierenden Partei erfordert, um die praktisch umzusetzen. Und eigentlich, was dann so mit der Entwicklung 2012, 13, kurz bevor dann auch Zcash kam, gestartet hat, ist, dass diese generischen Zero-Knowledge-Proof-Protokolle auf einmal praktikabel wurden. Das heißt also, wo man dann gewisserweise programmierbare Zero-Knowledge-Proofs hatte, sodass man weiß, okay, egal welche Berechnung, welchen Algorithmus ich habe, ich kann für den auch einen entsprechenden Zero-Knowledge-Proof entwickeln, indem ich ihn in einer leicht anderen Programmiersprache, die ein bisschen komplexer ist, implementiere. Eine Zusatzfrage: Kann ich erkennen, wenn ein Zero-Knowledge-Proof bei mir irgendwie verwendet wird? Eigentlich nicht, ne? Weil es eine Technik ist, die irgendwo versteckt abläuft. Genau, also man muss sich letztlich eigentlich im Detail anschauen, welche Berechnung führe ich hier eigentlich auf meinem PC aus und was sind die Daten, die ich entsprechend an die verifizierende Partei schicke. Ja, also ich Okay. muss dem Algorithmus trauen, den ich ausführe. Okay, gut, reicht als Antwort. Zweite Frage. Du hast jetzt von verschiedenen Zero-Knowledge-Proofs gesprochen. Das heißt, für ein konkretes Problem brauche ich einen konkreten Zero-Knowledge-Proof, richtig? Ja, Ich richtig. kann zwar ein paar verallgemeinern und irgendwie verwenden, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, um Sudoku zu beweisen, dass ich es gelöst habe, muss ich einen anderen Zero-Knowledge-Proof verwenden, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, nachweise, dass ich berechtigt bin, Autos zu fahren. Jein. Es gibt so von den generischen Zero-Knowledge-Proofs, da gibt es nochmal zwei Iterationen. So eigentlich bis 2000, würde man sagen, 21 hatten wir eigentlich pro Problem, musste ich dieses Problem in einer speziellen So, das war der erste Teil unseres längeren Gesprächs mit Johannes. Freue dich auf den nächsten Teil. Bleib uns gewogen, abonnier den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.